Hier ist wieder der Testbeschrift von YouTube und heute zeige ich euch mal, wie ihr den Pumpgriff von Worker in die Retaliator verbaut. Und da wünsche ich euch mal viel Spaß mit folgendem Video. Und das bekommt ihr alles geliefert. Hier hätten wir einmal den Griff. Der wird nachher, ich sag mal, an diese Schiene dran geschraubt. Dann könnt ihr immer damit laden. Die Schienen kommen nachher auch an die Retaliator dran. Das Ganze wird nachher miteinander verbunden. Und hier noch diverses Schrauben und anderes Material, um das Ganze nachher an der Retaliator zu befestigen. Als erstes müssen wir die ganzen Schrauben lösen. Hier in diesem Bereich. Nicht vergessen, hier hinten diese beiden. Das könnt ihr dann so abziehen. Und hier vorne verstecken sich auch noch zwei. Seht ihr, das wären dann diese hier. Ja, und dann werden einfach nur noch die beiden Hälften voneinander getrennt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Hier ist eine kleine Feder. Die geht gerne schon mal schnell raus. Nachher dann einfach wieder dran denken, dass ihr die dann dort befestigt. Das ist jetzt die linke Seite. Und zwar müssen wir hier jetzt erstmal diese Schraube lösen. Und dann können wir nämlich das Teil hier abnehmen. Jetzt haben wir natürlich noch die rechte Seite, right side. Und zwar, ich probiere mal Folgendes aus. Das kann man ja so ein bisschen nach hinten schieben. Und hier seht ihr jetzt die Schraube von der anderen Seite, von der Abdeckung. Löse ich jetzt mal. So, zack. Und jetzt kann man diese hier dann abnehmen. Natürlich muss man jetzt noch, wo ist sie? Boah, die Schraube, die seht ihr, da ist sie, die muss man jetzt noch, jetzt hat sie sich versteckt, die müsst ihr dann auf jeden Fall noch rausmachen. Jetzt nehmen wir uns diese beiden Teile hier. Und zwar die flache Seite, die kommt jetzt so hier drauf. Seht ihr, das schaut dann so aus. Und dann könnt ihr die ein bisschen reindrücken, dass die dann nachher richtig schön drin ist. Ich nehme jetzt noch mal eine Zange dazu. Dann kriegt ihr das nämlich noch mal ein bisschen besser rein. Ja, jetzt gibt es natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite bekommt ihr das jetzt hier nicht dadurch. Man könnte es jetzt hier ein bisschen ausflexen, dann reindrücken. Oder man muss jetzt halt dieses Teil komplett von den anderen Teilen lösen. Ja, das mache ich dann mal. Tuningfeder raus. So, ist halt ein bisschen blöd, weil man das jetzt hier auseinanderbauen muss. Zack, seht ihr? Und so kann man es natürlich direkt machen, weil jetzt kann man auch das hier dann prima reinsetzen und man kann es dann halt auch eigentlich viel besser reindrücken. Zack. Falls ihr jetzt ein bisschen Chaos habt, dass die Teile sich gelöst haben, das Zusammensetzen ist gar nicht mal so schwer. Das Teil kommt jetzt einfach hier wieder rein. Das kommt hier drunter durch und wird dann hier einfach reingesetzt und dann hier hinten nochmal die Feder reingedrückt. Seht ihr, so schaut das dann aus. Jo, so, dann holen wir uns das hier wieder. Da haben wir hier vorne, da ist so eine kleine Führungsschiene. Und zwar, ich zeige es mal hier. Seht ihr? Boah, seht ihr nicht? Doch, das hier, das kleine Teilchen, passt nachher
da so rein. Also das heißt, wir setzen das jetzt hier rein. Seht ihr, jetzt ist es drin. Und jetzt muss das hier nach vorne. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt hier ein bisschen nach vorne schieben. So, eben hat es funktioniert, jetzt gerade nicht. Das ist manchmal gar nicht mal. Seht ihr, das müsst ihr hier so ein bisschen wegdrücken. Und dann passt das nämlich hier rein. So schaut es aus. So, das setzen wir hier mal wieder richtig rein. Und jetzt, so, holen wir uns das hier. Das muss ich gerade mal selber gucken. Genau, das zeigt nach unten. Und das wird jetzt hier einfach so reingesetzt. Aber darauf achten, dass die nach oben zeigen. So, und das war es eigentlich schon gewesen mit dem Wiederzusammenbau. Gut, dann holt man sich jetzt hier wieder die Feder. Zack. Vorher sollte man natürlich das Teil hier noch mit reinmachen. So, hier ist auch wieder so eine kleine Feder. Zack. Na, so, gerade nochmal hier richtig reindrücken. Jo. Nein, das kommt ein bisschen nach hinten. Ja, müsst ihr darauf achten. Dass das alles richtig sitzt nachher. Und dann kann man das jetzt wieder so da reinschieben. Und so ist er dann wieder fertig zusammengebaut. Ja, jetzt haben wir noch dieses Teil hier. Das kann man jetzt hier so drauf schrauben. Auf der anderen Seite habe ich es schon gemacht. Das kann man einfach hier reinstecken und dann drehen ist möglich. Ja, und jetzt muss man einfach wieder die andere Hälfte auf den Plaster draufsetzen. Seht ihr? Und da habt ihr jetzt das Teilchen. Das könnt ihr natürlich dann nachher auch vielleicht so drehen, dass die glatte Oberseite, also oben und hier unten, genau hier in der Führungsschiene so drin sitzt. Also nicht diese Spitze dann. Es gibt nachher eine lange Schraube. Und zwar, die macht ihr dann bitte wieder hier unten rein. Ja, und weiter geht's. Das wird ja nachher hier so drauf geschoben. Und jetzt passt mal auf, hier mal so eine kleine Nase. Das geht jetzt nicht weiter. Das heißt, wir müssen diese und auf der anderen Seite die Nase wegmachen. Ja, die Nasen sind weg. Und jetzt kann man das noch ein bisschen hier mit einer Feile nachbearbeiten. So, einmal auf der Seite. Machen wir es mal gerade hier auf der anderen. Und jetzt kann man das dann hier prima draufschieben. Seht ihr? Ja, wunderbar. Jetzt nehmen wir uns 6 von den schwarzen Schrauben. Dann so eine Schiene. Das wird jetzt einfach hier reingeschoben. Und dann nimmt man sich so eine Schraube und dann wird das Ganze mittels dieses Werkzeuges hier einfach dann nur noch verschraubt. Ja, fertig sind wir. Festgeschraubt. Und jetzt schiebt man das hier unten drauf und dann kommt das hier so drüber und dann nimmt ihr die 2 restlichen Schrauben und das Ganze wird jetzt wieder einfach hier verschraubt. Die Schiene ist jetzt dran befestigt. Jetzt haben wir hier noch den Griff
Der kommt jetzt auch hier dran. Und zwar müsst ihr darauf achten, dass er hier diese kleinen Ausbuchtungen für die Schrauben nimmt. So. Zack, einmal. Dann haben wir hier die Mutter. Und das Ganze wird dann wieder verschraubt. Euch mal in dem Video gezeigt, wie ihr den Pumpgriff an die Hydraulikator dran bauen könnt. Ist eigentlich gar nicht mal so schwer gewesen und das finde ich richtig schick jetzt von der Optik. Okay, ich habe noch ein bisschen was aus dem Software-Bereich dran gemacht, zum Beispiel das Visier hier vorne, dann von Worker noch die Schulterstütze, ein cooles Mac. Übrigens das 22er Worker Mac, was ziemlich neu rausgekommen ist, das erwarte ich auch noch, gibt es da ein Video drüber. Ja, und jetzt kann man natürlich prima damit laden. Anfangs war es ja hier so gewesen, ich zeige es nochmal gerade. Also normal hat man ja dann so geladen, müsst ihr jetzt nicht mehr machen. Jetzt könnt ihr das nämlich viel cooler, seht ihr? Ja, die ist ein bisschen gepimpt, da ist eine stärkere Feder drin, Video dazu kommt noch. Deswegen hat die auch richtig Wumms und ich finde das Worker Kit schon ziemlich genial. Kleinen Nachteil halt, gibt es eigentlich fast nur in China oder in den USA, in Deutschland so gut wie nicht zu bekommen. Auch nicht ganz günstig, müsste halt mal suchen. Ich hatte es, glaube ich, von eBay geholt oder so. Nichtsdestotrotz, mir ging es hauptsächlich um den Einbau. Habe ich euch mal gezeigt. Das war wieder der Special von YouTube. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.